Situation. Sehr interessant, dass sind heute so wenig Leute da, morgen ist Derby. Ja, normal ist was los, aber okay. Für uns ist ein extrem wichtiges Spiel morgen gegen Gegner, die hat sehr gut gespielt in Europa League diese Saison. Gegen Rapid ist klar auch für unsere Fans was Besonderes. Und für die Mannschaft ist auch ein Spiel, wo möchte ich so eine Einstellung sehen, wie war zuletzt. Beim letzten Spiel war das okay, von erster Minute bis letzte. Das bedeutet, das war Kampf da, das war Spirit einfach, und das brauchen wir beim jedem Spiel. Und dann reden wir weiter über Qualität in Defensive und Offensive. Aber das ist die erste Sache, die muss stimmen. Du hast morgen Geburtstag. Wenn du einen Wunsch äußern darfst, welcher wäre das dann? Ja, okay. Ist klar, ja. Das bin ich gesund, das denke ich. Aber das ein schönes Geschenk kriege ich von meiner Mannschaft. Bitte um eure Fragen an den Trainer. Marco, dieses letzte Spiel, du hast ja schon gesagt, Kampf war in Ordnung, über die Qualität wollen wir reden. Im jetzigen, morgigen Spiel ist aber wichtig, Kampf. Das ist, ich möchte im Prinzip über das nichts mehr reden. Das bedeutet, wann fehlt das, haben wir keine Chance. Das ist klar. Immer wieder was das Gleiche. Man haben wir mit 80% gespielt oder auch mit 90, ist vorbei. Weil gegen Grodik war es so, dass wir haben sehr gut angefangen, wir haben dominiert, wir haben Spiel unter Kontrolle gehabt, viel Ballbesitz. Im Prinzip war Ball immer bei uns, und sofort, wo haben wir uns eine kurze Pause genommen, war Gefahr. Und das war im Spiel immer wieder. Sofort waren wir ohne Ball, ohne Ballbesitz, ohne, da sind wir gefährlich nach vorne, war schon problematisch gegen Mannschaft, die kann gut spielen. Und das Gleiche ist morgen. Rapid ist auch, hat auch nach vorne sehr gute Spieler. Dann kommen noch rechte Seite mit Trimmel, ist sehr gefährlich. Und unsere Aufgabe ist, dass wir spielen mit Mut. Das haben wir auch beim Ballbesitz und Geduld, und dass wir spielen schnell, und dass wir diese Phase, wo war gegen Grodik kurze Zeit, wo war genaues Spiel, das kommen wir, das haben wir, das über 90 Minuten. Das ist unser Ziel, weil wir haben wirklich in einigen Momenten sehr gut kombiniert. Aber das muss man machen, statt 5-mal im Spiel, 30 oder 40-mal. Weitere Fragen? Marco, wie lange hält dieser Todorowski eigentlich schon durch? Der war lange verletzt. Wie lange glaubst du, dass der spielen könnte? Todorowski? Ah, nicht Todorowski, entschuldige, Juricin. Juricin hat klar wenig Training, aber beim offensiven Spieler ist es so, dass kann man mit denen auch versuchen, irgendwas, wo sie nicht super bereit sind. Das bedeutet, es ist Instinktsache. Er hat schon eine kleine Chance im Spiel gegen Grodik gehabt, wenn sein Abschluss. Konnte auch besser für uns gehen oder für ihn. Das kann er längere Zeit spielen, ist sicher noch nicht bereit. Einige Minuten aber schon. Wirst du wieder was in der Aufstellung, in der Startformation ändern? Gestern haben wir trainiert und gestern war noch Krankenhaus da. Heute ist, denke ich, wir haben jetzt nachher Training und ist alles okay. Das bin ich fast sicher, da sind alle wieder gesund und bereit und wir haben heute Training, morgen in der Früh noch Training, dann fahren wir in Hotel, uns gut vorbereiten. Ich habe noch viel Zeit. Und
Florian Kainz bleibt. Das ist dann meine Entscheidung im letzten Moment. Schauen wir mal. Wie sieht es mit Tobias Kainz aus? Ist der einfach nicht im Kader oder ist der Tobias Kainz war lang verletzt. Sehr lang verletzt und er trainiert seit einer Woche mit uns. Ist wieder fit. Aber jetzt ist schwer. Ich brauche im Prinzip nicht so viele defensive Mittelfeldspieler im Kader. Darum brauchst du eine, dann brauchst du Spitze, brauchst du so irgendwie. Aber für die Zukunft ist er sicher da. Ich wünsche dir einen guten Abschluss für dieses Jahr. Aber dann ist nicht alles gut, auch wenn man gewinnt, oder? Meine ich, okay, das ist ein wichtiges Spiel für uns, da ist klar, aber das, wir können nichts weglaufen von dieser Saison, die war nicht gut, das ist klar. Weitere Fragen an den Trainer? Wenn es keine Fragen mehr gibt, dann habe ich noch ein paar Informationen. Die Information zur Vorbereitung bzw. zum Trainingsstart folgt unmittelbar nach dem Rapidspiel. Zum Ablauf und wir bitten natürlich um zahlreiche Unterstützung im Stadion morgen. Vielleicht nutzt noch die eine oder andere Familie das letzte Spiel für einen Weihnachtsausflug. Dankeschön fürs Kommen.